Abdelkarim, distanzieren Sie sich von dem Anschlag. Von welchem Anschlag? Sie wissen genau, von welchem Anschlag wir reden. Von dem vom 7. Januar. Der Anschlag mit den vielen Opfern oder der mit dem vielen Mitgefühl? Wie meinen Sie das? Am 7. Januar wurden im Jemen 34 Menschen in die Luft gesprengt. Dann meinen wir den mit dem vielen Mitgefühl. Distanzieren Sie sich von Paris. Ich komme aus Bielefeld, 700 Kilometer, reicht das? Wir meinen doch nicht geografisch, wir meinen mehr so menschlich. Aber warum ausgerechnet ich? Warum soll ich mich distanzieren? Naja, Sie sind halt... Ja? Da kommen Sie schon, Sie Deutscher? Nein, Sie sind doch praktizierender... Komiker! Nein, Sie sind doch Muslim. Ja, ich bin deutsch, muslimischer Komiker, ja? Sind Sie nicht eher ein komischer deutscher Muslim? Die Attentäter in Paris waren auch Muslime. Aber die Opfer waren auch Komiker. Ja, das gehört jetzt nicht hierher. Also, wir wollen nicht sagen, dass jeder Muslim ein Attentäter ist. Aber fast jeder Attentäter ist ein Muslim. Interessant, nicht? Der Polizist war auch Muslim. Und der Supermarktmitarbeiter, der die Juden gerettet hat, der war auch Muslim. Ja, was haben denn diese edlen Taten jetzt mit dem Islam zu tun? Ja, war das überhaupt mit dem Koran vereinbart? Ja, ich weiß es. Außerdem ist der Retter vom Supermarkt jetzt kein Muslim mehr, sondern Franzose. Wie ist das generell? Muss ich mich jetzt von jedem Attentat einzeln distanzieren oder geht das auch im Paket? Ach so, das geht, glaube ich, auch im Paket. Ja, vielleicht alle paar Jahre auffrischen. Ja, wie beim Impfen, ja. Haben Sie sich eigentlich schon vom IS distanziert? Also, weil jetzt irgendwelche Fanatiker meinen Glauben falsch interpretieren, um einen Terrorstaat zu gründen, muss ich mich distanzieren? Was ist mit euch eigentlich? Habt ihr euch schon von Breivik distanziert? Was? Breivik? Ja, Breivik ist selbsternannter christlicher Kreuzritter und ihr seid doch Christen. Ich bin ja Atheist, Gott sei Dank. Aber Sie, Herr von Wagner, Sie sind doch Christ, oder? Ja, gemäßigt. Also, nein, also kein Kirchgänger in dem Sinne jetzt. Also, vielleicht einmal pro Weihnachten und diese Flohmärkte sind auch für die Kleinen sehr angenehm. Das ist eine schöne Geschichte, aber was ist mit den christlichen Fundamentalisten? In Amerika zum Beispiel wurden in den letzten Jahren 4 Abtreibungsärzte ermordet. Ja, sicher, aber da wollten die ja Leben schützen. Naja, ungeborenes Leben. Ja. Geborenes eher nicht. Ja, okay, also es gibt immer wieder, sagen wir mal, Einzeltäter, die psychisch krank sind, aber deswegen gibt es doch nicht irgendwelche christlichen Terrormilizen. Und was ist mit Kony? Wer? Ja, genau, Joseph Kony zieht mit seinen Banden seit 2006 durch Uganda. Entführt Kinder, vergewaltigt Frauen, okay. Hat schon Tausende von Menschen mit Macheten massakriert. Was hat denn das jetzt mit dem Christentum zu tun? Na ja, Kony will einen Gottesstaat errichten auf Grundlage der 10 Gebote. Der ist Christ? Der ist Christianist. Okay. Sehen Sie, bloß weil ein paar Fanatiker meine Religion falsch auslegen, um einen Terrorstaat zu errichten, muss ich mich doch nicht distanzieren. Das habe ich schon mal gehört. Ach, und Sie? Haben Sie sich schon distanziert? Na, wovon sollte ich mich jetzt bitte distanzieren? Da denken Sie aber ganz scharf nach, ja. Frau Salger. Ich soll mich jetzt von Pegida distanzieren, bloß weil ich zufällig in Sachsen geboren bin. Ihr seid doch Männer, bitte. Die schlimmsten Gräueltaten werden von Männern verübt und schon distanziert. Also nur weil ein paar Millionen Männer auf dieser Welt töten, brandschatzen, morden, vergewaltigen, keine Elternzeit nehmen. Oh ja. Also schauen Sie, nur weil ein paar Fanatiker ihre Männlichkeit falsch ausleben, muss ich mich doch nicht von meinem Geschlecht distanzieren. Genau. Ihr seid doch Deutsche, oder? Ja. Habt ihr euch schon von den NSU-Morden distanziert? Herr Abdel, Sie sind doch auch Deutscher. Ja, Mann. Dann müssten Sie sich auch von der NSU distanzieren. Ach, kommen Sie, das ist doch absurd, was wir hier machen. Ja, es ist absurd. Weil einzelne Verbrechen begehen, da stellen wir ganze Gruppen unter Generalverdacht. Das machen wir bei der Anstalt nicht. Hier wird niemand ausgegrenzt, na, weder die Sachsen, noch die Muslime, noch die Männer, noch die Uthoffs.
Das ist unsere Antwort auf Paris. Verstehen Sie, der Islam gehört zu Deutschland und Abdel Karim gehört in die Anstalt. Nous sommes Abdel Karim! Und unsere Willkommenskultur, die feiern wir einfach dadurch, dass Sie, Frau Seuger, dieses Kopftuch tragen. Oh nee. Und was ist mit meinem Frauenrecht? Sehen Sie, es geht jetzt mal um ihn. Und Sie, Sie, Herr Südow, Sie verzichten einfach mal während der Sendung auf Alkohol und Pornografie. Die ganze Sendung? Aus Respekt vor den Frauen? Nein, aus Respekt vor dem Muslim. Ah. Nous sommes Abdel Karim. Und je suis genervt. Das ist das Kopftuch. Ja. Durch dieses friedliche Miteinander, ja, versuchen wir einfach zu zeigen, sagen wir, der Islam hat nichts mit der Gewalt zu tun. Finde ich schon. Was? Ich finde schon, dass der Islam etwas mit dieser Gewalt zu tun hat. Darf ich das sauber sagen? Nein, Sie können das gar nicht beurteilen. Ich bin Moslem. Also sind Sie befangen. Im Namen des Islam werden die furchtbarsten Verbrechen begangen. Selbst wenn ich kein Muslim wäre, würde ich mich fragen, was für eine Religion das ist, auf die sich Verbrecher berufen. Sie sind Muslim. Nein, das ist ein Satz von einem Muslim. Dieter Nuhr ist Muslim. Nee. Nein, das ist von Sohaib bin Scheik. Sohaib bin Sheikh. Genau der. Und der war der ehemalige Großmufti von Marseille und hat gesagt, das Problem des Islam ist die wörtliche Auslegung, die die Intelligenz der Muslime in Ketten legt. Bei manchen kann man da gar nicht mehr so viel in Ketten legen. Jetzt, hören Sie, ich wollte hier gerade eine Brücke bauen zwischen den Muslimen und den Deutschen und Sie reißen vom Arsch alles wieder ein. Ach kommen Sie, indem Sie den Islamversteher mimen, fallen Sie doch den gemäßigten Muslimen in den Rücken. Ach, manchmal muss man die Muslime eben auch vor sich selber schützen. Ich kann euch hören. Ja, außerdem findet doch die Auseinandersetzung der Muslime mit dem Terrorismus längst statt. Hier, 120 konservative Islamgelehrte haben einen Brief verfasst an den IS, wo sie schreiben, das, was ihr da macht, hat mit dem Koran nichts zu tun. Ein Brief, uiuiui. Da werden sie aber mächtig beeindruckt sein, was? Ich sehe es schon vor mir. Hey, Baghdadi, da steht, was wir machen, hat mit dem Koran gar nichts zu tun. Pack mal zusammen. Machst du nur das Schwert sauber, ha? Hören Sie auf, Sie verletzen die religiösen Gefühle von Ahmed. Abdel Karim. Ja, wir waren doch so schön am Versöhnen. Wir? Ja, also Sie, der Islam und ich. Das ist also Ihre Antwort auf die Terrortaten, ja? Sie versöhnen sich mit einem marokkanischen Comedian, mit dem Sie niemals Streit hatten. Halten Sie sich da raus, hier unterhalten sich zwei Islamexperten. Also. Sie versöhnen sich doch am Problem vorbei, ja? Wer tut denn jetzt was gegen den islamistischen Terror? Sie? Ich bin Zivi. Ich kann euch sagen, was gegen IS in Syrien tut. Irakische Muslime, kurdische Muslime, arabische Muslime, Muslime. Wenn man ihnen so zuhört, dann glaubt man noch, der Islam ist kriegerisch. Leute, die Sache ist auch ganz einfach. Wir müssen einfach die Karikaturisten vor den Islamisten schützen. Und vor allem wir Muslime müssen den Islam vor seiner eigenen Karikatur schützen. Wow. Gar nicht so schlecht für ein Laien. Und darf ich jetzt auch zugeben, dass ich die Mohammed-Karikatur nicht lustig fand? Nein, 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 das dürfen Sie nicht, weil hier geht es um Meinungsfreiheit. Außerdem. Außerdem spielen Sie nur den Menschen in die Hände, die sagen, Muslime hätten keinen Humor. Muslime haben Humor, wir dürfen das nur nicht immer zeigen. Ja, wer hindert Sie denn daran? Im Moment, ihr beide. Und das wäre der richtige Moment für eine Distanzierung jetzt.